der Breite gut aufgestellt sind in Deutschland, dass wir gute Nachwuchsspieler haben, die wir sicherlich sehr noch am aufbauen müssen, das ist keine Frage, aber man sieht, dass Potenzial vorhanden ist. Und ansonsten habe ich mitgenommen auch aus diesem Turnier, dass wir nur gut Handball spielen können, wenn alle auf dem Kopf her bereit dazu sind, wenn bei uns die Konzentration fehlt und die Konzentration auf das Wesentliche, dann können wir auch schlechte Spiele zeigen, so wie gegen Österreich. Wobei ich denke schon, wenn wir dort eine bessere Chancenverwertung gehabt hätten, dann wäre nicht so viel zu Bruch gegangen. Aber manchmal tut so ein Schuss von Puck ganz gut. Und wichtig war, wie gesagt, dass die Reaktion der Mannschaft kam, nicht nur gestern, sondern vor allem auch heute, dass sie nochmal eins draufgelegt hat zu gestern. Und das hat mir, ja, wie gesagt, viel Freude bereitet. Sieg oder Niederlage egal ist. Und ich war sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Das ist das, was ich sehen wollte. Ich denke, wir haben jetzt sicherlich durch dieses Turnier auch nochmal eine neue Alternative im Abwehr-Innenblock gefunden mit Henrik Pegeler, Patrick Winczek, die ihre Sache überraschend gut gemacht haben in diesen Spielen. Das hat mich am meisten beeindruckt. Wir haben im Torhüterbereich Alternativen gesehen. Auch im Angriff. Kai Häfner hat heute, glaube ich, sein stärkstes Spiel gemacht im Nationaltrikot. Früher kam rechts vor allen Dingen in der Mitte, war ein bisschen unglücklich agiert. Aber es gibt schon Alternativen. Das war für mich wichtig, um einfach die Entwicklung und den Reifeprozess der Mannschaft voranzubringen. Nochmal mit dir bitte. Die routinierten Alten, die sollten auch hier bei diesem Vier-Länder-Turnier antreten. Aber so ist es im Sport. Man hat Verletzungspech und dann kommt plötzlich ein Youngster. Ja, wie so ein Phönix aus der Asche und hat seine Chance. Und die haben sie heute erfreulicherweise genutzt. Und wie der Kader im Juni aussehen wird, das kann ich heute noch gar nicht sagen. Wir haben noch im März eine Kurzmaßnahme mit einem Länderspiel in Österreich, im April eine Woche mit zwei Länderspielen, im Mai drei Tage. Und dann die direkte Vorbereitung für das WM-Qualifikationsspiel. Das heißt, bis dort sind noch 5 Monate Bundesliga zu bestreiten, Champions League, Europapokal, wo unsere Jungs im Einsatz sind. Und dann werden wir hoffentlich dann im Juni den stärksten Kader präsentieren können und ja, erfolgreich sein. Daniel Neuers, bitte. Nein, das sind ja nur 3 Tage und da wird es sehr schwierig, Länderspiel zu organisieren. Also, ich bin eigentlich auch ganz froh, wenn ich dann nur 3 Tage habe um Training, weil dort wissen wir dann auch den Gegner. Und dann können wir sicherlich gegnerspezifisch mal trainieren. Und klar fehlt etwas die Wettkampfpraxis und die Wettkampfhärte dann, solche Dinge wirklich unter Stress dann auch umzusetzen. Und, aber wenn ich jedes Mal eine Spielpaarung habe, dann kann ich auch von der Trainingsintensität nicht so abarbeiten. Deshalb so 3 Tage nur Training ist sicherlich ganz gut. Wäre schön, aber die 3 Tage sehen so aus, dass am ersten Tag Anreisetag ist, also sprich maximal eine Trainingseinheit möglich ist am Abend, weil die Jungs dann 500-600 Kilometer in aller Regel anreisen werden zum Lehrgang nach einem Bundesligaspiel. Wohlgemerkt, dann haben wir sicherlich am Dienstag die Möglichkeit zweimal zu trainieren und dann am Mittwochvormittag die letzte Einheit sein wird und dann müssen die Jungs ja schon wieder in die Vereine, weil ich bin mir sicher, dass das Telefon wieder klingeln wird, ob die Jungs nicht einen Tag eher nach Hause können, wie es in der Vergangenheit öfters mal der Fall war. Aber ich werde diese 4 Einheiten sicherlich intensiv nutzen, um uns, wie gesagt, gezielt auch für diesen Qualifikationsstress dann vorzubereiten. Martin, bitte. Also ich sehe das relativ nüchtern, die ganze Situation, aber das tue ich eigentlich schon die ganze Zeit während meiner Amtszeit.
die Situation, glaube ich, relativ realistisch einschätzen. Ich finde, es wird immer relativ schnell negativ berichtet und dann auch wieder relativ schnell euphorisch berichtet. Wenn wir es schaffen, da mal ein Mittelmaß zu finden und der Mannschaft, der jungen Mannschaft jetzt vor allen Dingen, die jetzt hier sich präsentiert hat, auch mal die Zeit lassen, sich zu entwickeln. Ich glaube schon, dass dann Potenzial dasteckt. Wie gesagt, jetzt der große Haken ist halt die Qualifikation im Sommer, die alles andere als einfach wird. Und wenn wir aber diese Hürde schaffen und dann uns für Katar qualifizieren, dann haben wir wieder ein Jahr, wo wir mit den jungen Spielern auch arbeiten können und dann auch mit der Perspektive nach vorne arbeiten können. Und das ist das Hauptziel. Und deshalb muss ich so ein bisschen zweigleisig planen. Das haben wir jetzt auch hier, wie gesagt, schon mit den Jungs wieder und Finn Lemke getan. Aber ich hätte, wie gesagt, schon die Präferenz liegt natürlich auf der Quali. Uli, bitte. Zum einen habe ich das nicht geschrieben, habe das auch nie gesagt. Ich fand es natürlich auch sehr bitter, dass wir ausgeschieden sind oder uns nicht für Dänemark qualifiziert haben, keine Frage. Aber es gab, wie gesagt, da auch Gründe. Und wichtig ist für mich einfach, dass wir in dieser Analyse wirklich intensiv zusammen waren und dass wir ein paar Dinge versucht haben zu verbessern. Und, aber das habe ich schon immer gesagt, es geht nur gemeinsam mit der Liga, weil die sind letzten Endes auch, haben eine ganz große Verantwortung für die Entwicklung der Spieler. Ich kann nur das Beispiel Patrick Winczek hier positiv erwähnen beim THW. Wenn man den nun vor zwei Jahren sieht, als er sein erstes Länderspiel gemacht hat und heute, allein von seiner körperlichen Statur und mittlerweile hat er auch seinen Stammplatz in der Abwehr beim THW ergattert. Also es ist zum einen die gute Entwicklung, die gute Arbeit beim THW, aber auch, glaube ich, vor allen Dingen auch die gute Arbeit des Patrick selber, der wirklich diese absolute leistungssportliche Einstellung zeigt, Tag für Tag und ganz nach oben möchte. Und ich hoffe, dass wir es gemeinsam auch mit der Nationalmannschaft schaffen. Oliver Mucha, bitte. Was hat sich denn für Sie seit der Neuwahl und Neubildung des Präsidiums geändert in der Zusammenarbeit? Ja, ganz einfach, dass viel mehr Kommunikation herrscht, dass das neue Präsidium in vor allen Dingen Popanning und auch unser Präsident Bernhard Bauer auch schon Gespräche mit der Mannschaft hatten, dass dort auch ganz klar definiert worden ist, was der Verband eigentlich von der Nationalmannschaft erwartet. Das heißt, man hat schon gemeinsame Ziele letzten Endes und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Mannschaft sich da mit im Boot sieht und nicht einfach hierher kommt, hat ein bisschen Spaß dazu, aber keiner weiß so wirklich, wo der Weg lang geht, was der DHB eigentlich möchte. Und das hat man also schon ganz klar zum Ausdruck gebracht und das ist auch richtig so. Müssen wir mal abwarten, was mit Patrick Krützki passiert. Das sieht nicht so gut aus. Aber ich weiß auch nicht, ob ich noch jemanden nachladen werde, weil es wird für Johannes Selin, wird Tobias Reichmann jetzt noch seine Anteile nochmal bekommen, weil ich habe ja gesagt, dass wir mal querbeet aufsichten wollen und jedem nochmal seine Möglichkeiten einräumen wollen, bevor wir dann wirklich so einen, ja, einen längeren Kader festlegen werden, mit dem wir die restlichen Maßnahmen beschreiben, sofern keine Verletzungen passieren. Dann wird Felix Donner zum Kader nochmal stoßen, Henrik Pegeler lasse ich nochmal zu Hause. Und im Torwartbereich werden wir komplett wechseln, das heißt, Silvia Heinefelder wird dabei sein. Es kommt Andi Wulff aus Wetzlar und es kommt der Jens Ortmann dazu. Auch die sollen nochmal zeigen, weil gerade die beiden Youngster auch schon in der B-Mannschaft gute Spiele gezeigt haben. Und deshalb bin ich jetzt gespannt auf ihre Entwicklung in der A-Mannschaft. Ja, also schon. Ich denke, wir müssen schon dann die wenige Zeit, die noch zur Verfügung steht, dann intensiver nutzen mit einem kleineren Kader, wobei ich sicherlich auch immer wieder auch junge Spieler dabei haben werde beim Training. Ob sie dann bei den Länderspielen dabei sind, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wichtig ist schon, dass wir einen Fokus auf der Quali haben, aber auch den Weitblick schon für die Jahre danach, weil die Jungs sollen in jedem Training dabei sein und sollen jetzt schon mit dieser Mannschaft trainieren können. Und sich entwickeln können. Wie viel Trainingszeit hatten wir jetzt noch vor dem Osterbund?
nichts mehr jetzt bis zum Ortsergebnis. Also Tunesien haben wir jetzt noch die Maßnahme und dann werden wir direkt am Samstagmittag zum All-Star-Game anreisen, das Spiel abends bestreiten und dann geht es wieder nach Hause. Streiten können. Ich denke, am Freitag haben wir uns alle tot geärgert über das knappe Spiel. Und da war es ja wirklich ganz knapp mit dem entscheidenden 7 Minuten zum Schluss. Und daher reicht das, wenn man ein Spiel hat von diesen paar Jungen, alle anderen dann etwas genüsslicher. Also heute konnte ich mich wirklich mal richtig zurücklehnen. Das gab es eigentlich selten bisher in meiner Trainerkarriere. Und es hat auch mir schon ein Stück weit gut getan. Aber ich bin mir sicher, dass wir in Tunesien wieder voll gefordert werden. Und ich freue mich jetzt vor allen Dingen, weil die uns mal nicht in ihrer gewohnten Umgebung, in schöner Atmosphäre alles drum und dran spielen werden, sondern dann wird es vielleicht ein bisschen anders zugehen. Und das wird auch für den Reifeprozess der Mannschaft sicherlich gut tun.